Fußballnationalspieler Mario Gomez wechselt zur Bundesliga-Rückrunde vom VfL Wolfsburg zum VfB Stuttgart. Nach deutsche Presseagentur-Informationen beträgt die Ablöse für den Stürmer mehr als 3 Millionen Euro. 155 Tore in der Bundesliga, 31 in der Nationalmannschaft und im Herzen immer ein Weiß-Roter, Mario Raute Gomez kommt zurück nach Hause. Der Nationalstürmer wechselt mit sofortiger Wirkung zum Raute VfB und unterschreibt einen Vertrag bis 2020. Raute Stuttgarter Jungs Raute Welcome Home pc.tweiter.com/l2qli1l5oh. Gomez stand bereits bis 2009 beim VfB Stuttgart unter Vertrag, mit dem er 2007 deutscher Meister wurde. Seit 2016 war der 71-fache Nationalstürmer für den VfL Wolfsburg aktiv. Ich bin sehr glücklich, wieder zu Hause zu sein, dort wo alles für mich begonnen hat. Gerade in den letzten Tagen und in der heißen Phase habe ich immer mehr gespürt, wie sehr ich das will, wie sehr ich zurück nach Stuttgart möchte, wird Gomez in einer Pressemitteilung des VfB zitiert. Es heißt ab jetzt, alles für den Klassenerhalt zu geben, eine gute Rückrunde zu spielen und zusätzlich für mich, mein Ziel, die Weltmeisterschaft, zu erreichen. Ich freue mich auf den Verein, die Stadt, auf die Menschen, auf das Umfeld, auf meine Familie. Ich kann es nicht erwarten, bis es wirklich losgeht. Mario Gomez nach dem Klassenerhalt mit dem VfL Wolfsburg. In der vergangenen Spielzeit rettete er den VfL mit 16 Saisontreffern und dem entscheidenden Treffer im Relegationshinspiel gegen Braunschweig vor dem Abstieg. In dieser Saison hat der 32-Jährige erst einen Ligatreffer erzielt. Im Gegenzug kehrt Leihspieler Josip Brkalo bereits jetzt zum VfL zurück. Der 19-jährige Kroate war im vergangenen Winter von Wolfsburg zum VfB Stuttgart gewechselt.